Weil das hat eigentlich angefangen mit einer Mutter von einem Bekannten. Also die hat mir irgendwie in das Eislaufen reingebracht. Das war gar nicht so als Eischnelllauf selber am Anfang, sondern das war mehr so Eishockey, Eiskunstlauf. Und dann bin ich irgendwie über ein paar Ecken zum Eischnelllaufen gekommen. Und ja, seitdem bin ich der Sportart treu geblieben und ja, es passt mir gut so. Mir hat immer schon die Vielfältigkeit vom Training gefallen. Also es ist auch abseits des Eises ein total vielfältiges, spannendes Programm. Also mir tun viel Radfahren im Sommer und Inlineskaten. Also man hat immer eine große Abwechslung drinnen und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und natürlich die Geschwindigkeit im Eislaufen, die beeindruckt mich, hat mich mit 6 Jahren, wo ich angefangen habe, schon beeindruckt und ist eben bis jetzt eigentlich immer noch gleich geblieben. Das denke ich schon, dass das möglich ist. Also gerade in der wettkampffreien Zeit, also das ist über den Sommer oder im Frühjahr, findet man natürlich die Zeit, um ein Studium oder auch gewisse fortbildende Maßnahmen zu machen. Das finde ich auch sehr wichtig, dass das irgendwie gemacht wird, weil man muss sich einfach klar sein, dass der Sport eben nicht für immer ist und der Sport einfach sehr, der Traum vom Sport einfach auch sehr schnell platzen kann. Sei es durch eine Verletzung oder durch irgendeine andere Ursache. Das finde ich sehr wichtig und man hat halt einfach einen weiteren positiven Effekt mit dem Studium oder mit ja, irgendwelchen anderen Dingen, dass man einfach sich ablenken kann, dass es oft einmal, auch wenn es nicht so leicht ist im Sport, irgendwie einen Weg findet, abzuschalten und ja, deswegen glaube ich, ist das sehr wichtig sogar. Ja, also natürlich, die 400-Meter-Bahn, die ändert sich jetzt nicht wirklich, aber das Training an sich ist total unterschiedlich. Also man trainiert von vielen Ausdauersachen, also ich bin ja mehr der Langstreckenläufer, bis hin zu startspezifischen Trainings, Sprints. Man hat vor dem Eistraining ein Warm-up, das auch sehr stark variieren kann. Man hat ja einfach trotzdem, auch wenn es nur eine 400-Meter-Bahn ist, sehr viele Möglichkeiten, das Training sehr attraktiv und spannend zu gestalten. Und das ist auch Sinn dahinter. Und ja, ohne dem würden auch nicht die Erfolge kommen. Ja, mit dem Bundesheer ist natürlich eine wahnsinnige Unterstützung, die wir sehr zu schätzen wissen, glaube ich. Und ja, wir hoffen, dass wir die nächsten Jahre noch weiterhin im Bundesheer bleiben können und ja, dort uns voll aufs Training zu konzentrieren. Ja, ich glaube, große Ziele sind schon notwendig, um sich irgendwie anspornen zu können, um einen längerfristigen Traum auch dann zu verwirklichen. Aber zwingend jetzt die Olympiamedaille oder eine goldene Olympiamedaille, das ist jetzt nicht ein Muss, würde ich jetzt sagen. Es gibt, man kann auch ohne eine goldene Medaille sehr erfolgreich sein. Und ja. Aber freuen würdest du dich schon? Natürlich. Also das Ziel oder der Optimalfall wäre natürlich Gold. Ja, aber ich wäre mit einer silbernen oder mit einer bronzenen oder auch mit einem Top-10-Platz sehr zufrieden. Also, Dann wünsche ich Ihnen dazu sehr viel Glück und alles Gute.